Nun ist es das fünfte Jahr, dass ich das Glück habe, für die Stiftskonzerte die Konzerte zu programmieren. Und ich erinnere mich noch, als es losging, das war das letzte Jahr von Stefan Vlada. Und das war auch meine Erstbegegnung mit dem Markus Poschner und dem Bruckner Orchester in dieser neuen Konstellation. Das war ein Einspielerkonzert. Also die Eindrücke vom letzten Jahr sind gerade besonders stark, muss ich sagen, und das waren zwei tolle Basilika-Konzerte ziemlich bald nacheinander. Einmal das große Konzert, das wir mit Dennis Russell Davis hätten machen wollen, aber er war dann da und er ist sozusagen zu unserem Ehrendirigenten ernannt worden. Daran erinnere ich mich gerne. Und dann ein paar Wochen später Herbert Blomstedt und die Bamberger Symphoniker. Das ist natürlich immer ganz individuell und persönlich geprägt. Es gab so viele schöne Momente, aber da ist man sich dann doch selbst so nah. Und also auf der Bühne zu sein mit Matthias Görne und in die Musik einzutauchen und dabei sozusagen den Kosmos Schubert spielen zu erforschen, das war so unvergesslich. Oh, dann beginnt der Urlaub. Das sind die 3-4 Wochen, wo ich tatsächlich einfach gar nichts mache und versuche, am See zu sitzen oder vielleicht führt es uns mal woanders hin, aber es hat irgendwas zu tun mit Freizeitgestaltung. Ich spiele Klavier, ich habe auch die Querflöte in die Hand genommen gehabt als Kind und kann Töne darauf produzieren. Musik würde ich das noch nicht nennen und das war es dann. Spiele ich noch die CD-Spieler und Plattenspieler und so.